So, jetzt habe ich noch eine entscheidende Geschichte. Also es geht hier, wie gesagt, um was ganz Zentrales in der Volkswirtschaftslehre. Es geht eben um das, was wir am Anfang mal gesagt haben, als Definition von Volkswirtschaftslehre. Es geht um die Allokation knapper Ressourcen. Diese Konzertkarten sind offensichtlich knapp. Es gibt mehr Leute, die Interesse haben an den Karten, als es verfügbare Karten gibt. Das heißt, wir müssen irgendwas überlegen, wie werden die gut alloziert sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das zustande? Es ist ja auch so, dass egal wie man das tut, am Ende können nicht mehr Leute da drin sitzen in dem Konzert, als es Plätze gibt. Das geht nicht anders. Das heißt, es muss in irgendeiner Form rationiert werden. Und jetzt kann man das theoretisch von vielen, also man kann jetzt sagen, es gibt diese Nachfrage, so nennen wir das halt in der Volkswirtschaftslehre, die Nachfrage nach diesen Produkten, die Nachfrage nach diesen Karten, die kann von vielen Faktoren verändert werden. Also ich kann viele witzige Dinge machen, ich kann natürlich sagen, wisst ihr was, ich lade es doch nicht die Konzertgruppe ein, die wir jetzt gehabt haben, also die alle wollten, sondern irgendwie ein bisschen schlechtere. Na, dann ist es auch, die Nachfrage habe ich auch verändert. Ich meine, es ist nicht klar, dass ich das machen will, nicht? Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte das auch einfach leichter oder schwerer machen, dass Leute an das Produkt kommen. Ich kann sagen, sie müssen zuerst einen Marathon laufen. Nur dann kriegen sie eine Karte. Und sie müssen dann noch zahlen. Das machen dann nicht mehr so viele. Also es gibt viele Möglichkeiten, den Leuten sozusagen die Nachfrage, wenn sie zu hoch ist, zu runterzubringen. In gewisser Weise passiert das, wenn man Schlangen hat. Ne? Wenn man sich anstellen muss, da gehen halt die Leute nicht hin, die das Gefühl haben, das war, ich will mich nicht anstellen, das ist mir zu anstrengend. Man könnte aber eben auch einfach den Preis ändern. Und irgendwie haben wir in der Volkswirtschaftslehre oft das Gefühl, dass das eine relativ vernünftige Art und Weise ist, das zu machen. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, also nicht immer. Aber die Idee ist halt die, und das nutzen wir wieder das, was wir Ihnen am Anfang gesagt haben, dass wir vermuten ja, dass Menschen ceteris paribus lieber mehr Geld als weniger haben. Das heißt, ceteris paribus würden sie für dieselbe Karte lieber weniger zahlen als mehr. Und dann kann man halt diese Nachfrage steuern mit dem Preis. Und das ist etwas Wichtiges, ein zentrales Konzept in der Volkswirtschaftslehre. Wir reden jetzt über die Nachfragefunktion. Das ist die Nachfrage als Funktion des Preises. Für jeden Preis gibt man an, wie viele Karten zu diesem Preis gekauft werden würden. Okay, und das will ich jetzt Ihnen einmal aufzeigen, dass Sie das erste Mal so eine Funktion sehen und was das genau bedeutet. Also ich finde das extrem wichtig, weil das werden Sie dauernd sehen in Ihren Vorlesungen. Egal was Sie, also das werden auch Soziologinnen manchmal sehen, das werden aber auch BWLerinnen und BWLer mal sehen, VWLerinnen und VWLer sowieso. Jetzt habe ich diese Möglichkeit, eine neue Geschichte hier. Na? Also nicht, ah, doch. Ah, so, ich kann das nämlich zeichnen. So, ich male jetzt mal was ganz Interessantes. Sieht man das? Ah, oh, das ist schon ein bisschen zu groß, okay, fast zu groß. Ich habe jetzt hier den Preis. Das kann man nicht lesen, okay. Kann man ein bisschen rüberschieben, so, geht sich aus. Okay, Preis. Und hier habe ich die Menge. Das heißt, das sind zum Beispiel die Karten. Ah ja, das geht sich gerade noch aus, okay. Und die Idee ist jetzt quasi, wenn ich jetzt da einen Preis nehme, sagen wir, ich nehme diesen Preis und habe halt, sagen wir mal, diese Menge an Karten, die jetzt dann zu diesem Preis nachgefragt werden. Also das wäre quasi die Idee, was weiß ich, Preis, sagen wir, ist jetzt 5 Euro, okay, und die Frage, das wäre jetzt halt die Menge, wir halt jetzt, sagen wir, wir hätten halt dann hier, sagen wir, es wären 200 Karten, die man dann, die dann Leute hätten, kann dann bei 5 Euro Preis hätten wir gerne 200 Karten. Sagen wir, es ist ein kleines Konzert, oder ist ja wurscht jetzt, also, ich war vor kurzem bei einem kleinen Jazzkonzert, hoppala, und das kann man nicht lesen, deswegen habe ich da Probleme, 200 machen wir es halt hierher, so. Und da war ich fast der einzige Besucher. Es war so Free Jazz, war super, war irgendwie lustig, aber am Anfang war ich nicht ganz sicher, ob ich da irgendwie reingelegt wäre, ob das überhaupt Musik ist oder. Also es war schon sehr free. Die hat mit Querflöte angefangen. Aber später hat man halt schon gemerkt, das war ein bisschen Musik. Also das war dann auch irgendwas lustig. Sehr, sehr intellektuell war das Ganze irgendwie. Okay, aber jetzt haben wir einen Punkt, es ist die Idee halt, was würde jetzt geschehen, glauben Sie, wenn ich den Preis erhöhe? Was geschieht dann mit den Karten? Die dann, wie viele Karten würden wir haben wollen? Mehr oder weniger?
Tendenziell würde man sagen weniger. Also sagen wir, wir machen jetzt 10 Euro hier, dann könnte es durchaus sein, dass dann die Nachfrage ganz schön runtergeht. Jetzt habe ich hier zufällig 100 genommen ungefähr. Also muss ja nicht so genauso sein, aber irgendwie so. Kann man sich gut vorstellen. Man muss aber auch sagen, also das ist nicht immer so bei jedem Produkt, dass die Nachfrage nach dem Produkt so eine fallende Funktion ist. Also die würde man hier so aufschreiben. Das könnte zum Beispiel so eine Funktion sein irgendwie. Und man würde das nicht immer sagen, dass die so fallend ist. Also es gibt auch Ausnahmen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, so Statussymbole. Ich meine, das ist aber auch wichtig. Also sagen wir mal, ich kaufe mir eine, was weiß ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit diesen Sachen, aber Rolex, weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe sowieso alles nicht. Aber so eine Rolex-Uhr, nicht? Und das ist ja die Idee, das sieht halt jeder, wow, Rolex. Nicht? Weil sonst würde man sich ja, also es gibt ja auch, also funktionieren tut die Uhr genau wie jede andere, kommt mir vor. Ne? Also oder vielleicht, oder andere geht besser vielleicht sogar, keine Ahnung. Aber okay, ist halt was Besonderes irgendwie. Und da gibt es ja auch in der Schweiz, weil ich weiß, gibt es ja da Uhren, man kann zu jedem Preis eine Uhr kaufen. Man kann auch 1 Million zahlen für eine Uhr. Und das ist halt dann schon wichtig, dass das auch irgendwie, also, und es kann durchaus sein, dass wenn man die teurer macht, die Uhr, dass es dann mehr Leute haben wollen. Das kann passieren, das ist komisch, das ist selten, weil halt, also ein bisschen kenne ich das, vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Leben gegriffen wieder, also ich überlege mir manchmal, also ich bringe irgendjemanden eine Kleinigkeit mit nach einer Reise, kleine Schokolade. Und sagen wir, da denke ich mir, das muss schon irgendwie 10 Euro kosten, das kann es halt einfach nichts kosten, oder 20 wäre vielleicht noch besser, okay? Und das muss dann irgendwie klar sein. Ich könnte jetzt dann eine Schokolade kaufen, entweder eine kleine Schachtel, ganz tolle Schokolade sozusagen, die muss ja nur toll ausschauen. Das ist ja ein Geschenk, ne? Das muss ja nicht toll schmecken. Also es muss ja nur toll aussehen. Das ist die Idee ist halt, wow, man hat das dann mich gedacht, wie nett, auch so eine fancy Schokolade, wie super. Man könnte sich auch statt 20 Euro einfach sagen, man kauft jetzt die Hofer Schokolade oder irgend sowas, dann so viel davon. Ne? Und das ist ein Geschenk. So. Das tut man nicht. Ist nicht immer so klar. Also da ist es schon so, dass das quasi sein kann, dass wenn er die gleiche Schokolade billig kriegt, ich kenne das, vom geht am Flughafen herum und sehe halt, das ist aber jetzt zu billig, das Ding, das kann ich nicht kaufen. Schaut super aus, aber die wissen wahrscheinlich, dass das kostet und das ist dann zu billig. Darf nicht, und dann kaufe ich halt was Blödes, was anderes, was mehr kostet. Ist komisch ein bisschen, aber kann man sich vorstellen. Okay. Wie gesagt, die Welt ist kompliziert. Aber in meisten Fällen, hätte ich gesagt, ist das doch eher so. Und was haben wir hier jetzt? Ich möchte nur also damit abschließen. Oh, jetzt sind wir schon fast fertig. Oh, wir sind eigentlich schon eins drüber. Naja, also das ist einmal die erste Nachfragekurve. Und vielleicht machen wir das in der nächsten Vorlesung, dass wir ein bisschen genauer darüber nachdenken, was wir hier gemacht haben mit dieser Kurve. Okay, dann sehen wir uns in einer Woche wieder.